Was man da hinter mir sieht, liebe Freunde, ist das wunderschöne Regental. Kloster Reichenbach, meine Heimatgemeinde Reichenbach. Da bin ich aufgewachsen, da habe ich einen Großteil meines Lebens verbracht. Da bin ich daheim. Warum zeige ich euch das? Weil es bei der Bundestagswahl am 26. September genau darum geht, um die Heimat. Und für unsere Heimat steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Vor allem, wie kommen wir durch und aus dieser Corona-Pandemie? Wie geht es weiter bei dem Thema Infrastruktur? Mit unseren Straßen, aber auch mit der sozialen Infrastruktur. Haben wir noch genügend Ärzte im ländlichen Raum? Wie geht es weiter mit den Krankenhäusern, mit den Schulen, mit den Kindergärten, mit den Pflegeeinrichtungen? Schaffen wir das Thema Digitalisierung? Und diese Fragen, liebe Freunde, die werden in Berlin entschieden, im Deutschen Bundestag. Und unsere Heimat braucht bei diesen Entscheidungen eine starke Stimme. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich für die Heimat diese starke Stimme sein kann. Für mich ist derjenige ein guter Berufspolitiker, der schon mal in einem Beruf gearbeitet hat, bevor er in den Deutschen Bundestag gewählt wird. Ich halte ehrlich gesagt ganz wenig von diesen Kevin Kühnert-Modellen nach dem Motto Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, ohne jede Berufserfahrung in die Berufspolitik. Ich glaube, wer schon mal ein Unternehmen von innen gesehen hat, der ist ein besserer Ansprechpartner für die Unternehmen aus seinem Wahlkreis. Und es ist auch ganz wichtig, der kann viel, viel besser beurteilen, wie sich politische Entscheidungen auf die Unternehmen in seinem Wahlkreis auswirken. Ich bin seit 12 Jahren in der freien Wirtschaft tätig. Zunächst 7 Jahre als Unternehmensberater mit den Schwerpunkten Energie und Verkehr und seit knapp 5 Jahren hier bei der DKW, der Deutschen Kreditbank, als Leiter Politik und Nachhaltigkeit. Ich weiß, wie sich politische Entscheidungen auf Unternehmen auswirken, aber wir fragen am besten mal einen Unternehmer aus dem Landkreis Cham, wie er das sagt. Rupert Schürer Senior, Inhaber von Schürer Transporte, 130 Beschäftigte, 80 Lastwagen. Rupp, wer kehrt deiner Meinung nach da rein? In die Politik? So hat ich gehört, sehen die Leute ein, die auch von der Wirtschaft ein bisschen Ahnung haben. Ein bisschen ist Müll ausgedrückt. Und so wie der Gruber Andi, der ist auch eigentlich schon in der freien Wirtschaft tätig. Darum würde ich sagen, war das für unseren Bezirk da der richtige Mann. Was man da hinter mir sieht, ist das Bundesverkehrsministerium. Da drin wird entschieden, wie es mit der B16 weitergeht, mit der B20, mit der B85. Aber auch mit der Bahnstrecke Schwandorf-Furt und mit dem wichtigen Thema Breitbandversorgung im ländlichen Raum. Wenn man für die Heimat was erreichen will, dann muss man wissen, wie so ein Ministerium funktioniert. Man braucht politische Erfahrung, man braucht aber auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Ich bin beruflich seit 12 Jahren im Regierungsviertel. Ich weiß, wie es da drin zugeht. Ich weiß, wie so ein Ministerium abläuft. Das sind wichtige politische Erfahrungen. Genauso wichtig sind aber die Erfahrungen aus der Partei. 5 Jahre JOTO-Kreisvorsitzender, 4 Jahre im Landesvorstand der Jungen Union Bayern. Und natürlich kommunalpolitische Erfahrungen. Ich bin 2008 in den Gemeinderat meiner Heimatgemeinde Reichenbach gewählt worden. Das heißt, ich bringe sehr viele politische Erfahrungen mit. Als alter Fußballer sage ich euch, ich brauche kein Trainingslager und ich brauche kein Aufwärmprogramm. Ich komme sofort für die Heimat auf den Platz. Lieber Matthias Bär, als erster Bürgermeister in Bärratshausen und alter JU-Weggefährte, stimmt es, was ich da sage? Wenn man es als Politiker gescheit machen will, dann ist ein Netzwerk das A und O. Wenn man einfach immer jemanden hat, den man anrufen kann, den man am Rat fragen kann, aber vor allem, der einem bei einer Sache für die Heimat weiterhilft. Und der Andi Gruber hat das Netzwerk. Der kennt den Minister persönlich, der kennt die Vorzimmer von dem Minister persönlich, der weiß einfach, wo man hingelangen muss, wenn man Hilfe braucht. Und der Andi und ich, wir kennen uns schon ganz lang, aus der Zeit vor der JU Bayern. Und eins kann ich bestätigen, er ist zwar immer hart in der Sache, aber er ist immer ein fairer Mitspieler. Und deswegen unterstützt den Andi Gruber, was Besseres kann euch nicht passieren. Und am Ende geht es auch darum, was für ein Mensch man ist und welche Erfahrungen man mitbringt. Ich selber bin jetzt 43 und stehe damit irgendwo in der Mitte des Lebens. Ich bin in Roding geboren und habe dort auch meinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr gemacht. Ich habe in Nittenau im Landkreis Schwandorf Abitur gemacht und war immer sehr, sehr engagiert in den Vereinen. Ich habe lange Zeit Fußball gespielt beim FC Wallerbach und der SG Regenthal, war in der Feuerwehr engagiert und im Schützenverein Hubertus und ich war mal Vorstand vom katholischen Burschenverein in Reichenbach. Meine Frau kommt aus Nikea beim Heiligen Blut und wir haben 2 Kinder. Unser Sohn Lorenz geht in die 1. Klasse und unsere Tochter Cleo ist 4. Und ob das alles so stimmt, da fragen wir jetzt mal die Uroma von den Kindern. So, der eine, der ist für mich korrekt und man kann auch alles besprechen mit ihm und er nimmt nicht alles auf die Waage. Das ist alles nicht so empfindlich, oder wie ich das sagen soll. In der Heimat fest verwurzelt, aber in Berlin schon sehr erfahren und sehr gut vernetzt. Mit dieser Kombination, liebe Parteifreunde, will ich die erfolgreiche Arbeit von Karl Hohlmeier vom ersten Tag an fortführen. Wenn ihr mich zu euren Kandidaten macht, dann werde ich jeden Tag für die Bürgerinnen und Bürger
aus unserem Landkreis arbeiten. Poritzsteig, ganz im Osten unseres Landkreises, bis Reierbach, ganz im Westen. Von Tiefenbach, ganz im Norden, bis Rettenbach, ganz im Süden unseres Landkreises.